Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Pressekonferenz der FPÖ Bruck im Restaurant Riegler am Brucker Hauptplatz. Neue Arbeitsplätze in der Steiermark durch das Budget 2017. Und das Wetter morgen wechselhaft und milder. Die Einladung zur Pressekonferenz der Brucker FPÖ ins Gasthaus Riegler stand unter dem Motto Bilanz nach 604 Tagen in der Funktionsperiode 2015 bis 2020. Stadtrat Raphael Benzel schilderte etwas verärgert, die Zusammenarbeit mit den Führungsgremien SPÖ-ÖVP könnte besser sein. Ja, wir sind als zweitstärkste Fraktion gewählt worden bei der letzten Gemeinderatswahl. Die Zusammenarbeit ist leider schlecht, weil wir werden nach wie vor ausgegrenzt seitens der SPÖ-Führung. Ich möchte betonen, dass es nicht ein SPÖ-Gesamtproblem ist, nachdem sich auch junge Mandatare der SPÖ auch inhaltlich uns nähern. Aber leider Gottes sagt man bekanntlich, der Fisch stinkt bekanntlich am Kopf. Und da muss sich bei der SPÖ-Führung was tun, damit wieder Bewegung reinkommt und vor allem, damit endlich diese unsinnige Ausgrenzungspolitik seitens der FPÖ aufhört. Auch die Budgetpolitik lässt zu wünschen übrig, kritisiert Benzel, vor allem in seinem Ressort Verkehr. Ja, natürlich. Es gibt im Prinzip, wenn man sich das Budget anschaut, Aufholungsbedarf. 25% der Gemeindestraßen sind in einem sehr desolaten Zustand, also nicht genügend quasi. Andererseits gibt man dann aber kein Geld für Straßensanierungen aus, die dringend notwendig wären und Kernaufgaben eigentlich einer Gemeinde sind. Sozusagen wird budgetär, werden keine Hausaufgaben gemacht. Was sind die Forderungen seitens der FPÖ? Nein, der Vorschlag der FPÖ ist ganz klar. Wir fordern eine Umschichtung bei der Prioritätensetzung. Es werden für unwichtige Dinge Geld ausgegeben. Vor allem im Kulturbereich könnte man sehr viel einsparen. Und andererseits dann im Straßensanierungsbereich, das ist ja notwendige Infrastruktur, also da wieder mehr vermehrt investieren. Woran liegt's? Naja, die meisten Anträge von uns werden halt abgeschmettert, weil sie von der ach so bösen FPÖ kommen. Man hört halt dann immer hinter vorgehaltener Hand, wenn dann die öffentlichen Sitzungen vorbei sind. Naja, teilweise habt ihr eh gute Anträge, aber wir können da nicht mitgehen, ideologische Gründe, bla bla bla. Im Endeffekt schadet das nur der Brucker Bevölkerung und der Stadt Bruck an der Mur. Wir wollen uns sachlich, kritisch, aber auch konstruktiv einbringen. Das ist uns recht gut gelungen bis dato. Wir haben wirklich viele Initiativen gestartet und werden weiterhin auch Fingern offene Wunden. Vizebürgermeister Gretu Schranz verweist unter anderem auch darauf, dass aufgrund der Fusionierung mit Obereich noch einige finanzielle Hürden zu bewältigen sein werden. Aufgrund der Fusionierung mit Obereich sind einige Probleme auf uns zugekommen, die wir vorher nicht geahnt haben, die müssen wir aber umsetzen und das kostet alles viel Geld und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo das Budget wirklich an der Grenze liegt. Das heißt, wir haben das Problem strukturell, dass die Einnahmen immer mehr stagnieren oder nach unten gehen und die Ausgaben exorbitant steigen, die Schere geht immer weiter auf und wir müssen dagegen steuern. Und das ist leider durch den Finanzstadtrat dieses Jahr überhaupt nicht passiert. Eine Stadt lebt mit dem Tourismus. Bruck hat viel zu bieten, Expertengutachten belegen das, aber es hapert an der Umsetzung. Da haben Sie vollkommen recht. Im Masterplan ist vorgesehen, dass man Tourismus in Bruck forciert. Es ist eine wunderschöne Stadt mit einer guten Infrastruktur. Und wir sollten laut den Aussagen der Experten vom Weitental über die Mur bis zum Schlossberg Tourismus vorantreiben. Und wir versuchen das als FPÖ, aber wir stoßen da an die Grenzen und wir versuchen jetzt zumindest einmal am Schlossberg Initiativen zu ergreifen, um Leute in Bezug auf Tourismus wieder in die Stadt zu bringen. Nun, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Was wünscht sich die FPÖ Bruck? Die FPÖ Bruck wünscht sich für nächstes Jahr, dass wir alle Parteien an einen Strang ziehen, dass wir uns spätestens im Jänner zusammensetzen und versuchen, in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben für die Brucker Bürger das Beste zu erreichen, damit wir nächstes Jahr wieder ein Nulldefizit beim Budget erreichen. Budgetdebatte im Landtag. Bei der letzten Landtagssitzung vor Weihnachten wurde über das Budget 2017 diskutiert. Wenn man weiß, dass zu diesem Zeitpunkt ja alle Budgets bereits festgeschrieben sind und die Opposition, wie nicht anders zu erwarten, diesen Teil des Landeshaushaltes wie auch in den Jahren zuvor ablehnt. 305 Millionen Neuverschuldung kann man ja nicht gerade als Erfolg verbuchen. Der Landesfinanzreferent verteidigte das Budget vehement und stellte als Erfolg die Neuschaffung von 10.000 Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt der Landtagssitzung.
Die Zahlen, die für die Steiermark sprechen, steigende Beschäftigung, kann man auf den Bezirk Bruck oberbrechen. Wir haben auch eine Zunahme von der Beschäftigung, aber auch eine sehr hohe Sockelarbeitslosigkeit. Und das ist das Phänomen, dass die Wirtschaft natürlich uns sehr viele Stellenangebote übermittelt und wir in dieser Schnittstelle sind, dass sehr viele Betriebe sagen, bei dieser hohen Anzahl an Arbeitslosigkeit, warum schafft ihr es nicht, diese und eine Stelle zu besetzen? Jetzt ist die Frage, das AMS, was tut das AMS jetzt im konkreten Fall? Das AMS nimmt auf, wenn offene Stellen da sind, aber von sich aus sucht das AMS keine offenen Stellen. Ja, wir haben grundsätzlich einmal einen gesetzlichen Auftrag, dass wir die Arbeitslosigkeit so kurz als möglich halten müssen. Wir müssen schauen, dass wir Übertritte speziell bei den Jugendlichen verhindern. Das ist eine Altersgruppe bis 25. Und wir betreuen nicht nur die Personen, sondern auch die Unternehmen. Da gibt es eine eigene Abteilung, die Service für Unternehmen. Und da geht es zum einen einmal, dass diese Stellenangebote, die uns übermittelt werden, wir versuchen mit dem Potenzial, das vorgemerkt ist, zu vermitteln. Aber natürlich versuchen wir auch für die vielen Vorgemerkten im Zuge der Betriebstätigkeiten Stellen zu akquirieren. Das heißt, wir gehen schon offensiv auf Firmen zu und versuchen Stellen so zu lukrieren. Die prekäre Situation der Jugendarbeitslosigkeit hat sich derzeit noch immer nicht zur Zufriedenheit der Betroffenen verbessert. Ich kenne die Zahlen, kenne aber die strategischen Zugänge im Detail nicht. Ich kann nur sagen, in dem Benchmark, in dem Vergleich, was das AMS Österreich betrifft und jetzt die Relation in Europa, liegen wir, was die Jugendlichen betrifft, sehr, sehr gut. Also da gibt es immer wieder europäische Länder, die nach Österreich kommen, sich die Arbeitsmarktverwaltung des Arbeitsmarktservice anschaut, wie wir auf diese Problematik zugehen. Wir haben eine leichte Entspannung bei den Jugendlichen, auch bei den bis 25-Jährigen. Dort, wo wir wirklich massive Herausforderungen in Zukunft haben werden, sind Personen über 50 und Migration. Es sollten doch viele junge Leute sich überlegen, einen Lehrplatz anzunehmen. Gibt es genügend? Ja, das ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunft, dass wir diese Facharbeiter nicht kompensieren können. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren sehr viele in den Ruhestand, in die Pension übertreten werden. Und hier versuchen wir im Zuge von gezielten Berufsinformationen auch den Jugendlichen die Lehrstellen schmackhaft zu machen, wieder in den Lehrberuf einzusteigen. Aber das wird auch eine Chance sein für Frauen, Wiedereinsteigerinnen und natürlich auch, was den Migrationsbereich betrifft. Der Bezirk Bruck an der Mur mit Zuschlag kann, was die Bemühungen um die Verbesserung der Lage anbelangt, ohne Übertreibung als Beispiel, das Schule macht, bezeichnet werden. Ist nachvollziehbar. Mein Zugang ist immer, die freie Berufswahl ist einer der Grundrechte in Österreich. Man sollte sich sehr genau überlegen, man sollte sich informieren, welche Möglichkeiten das es gibt. Aber aus meiner Sicht ist es immer noch gescheiter, ich ergreife den Beruf, den ich mir überlegt habe, wo mein Herzenswunsch dabei ist, als ich mache alternativ etwas, weil aus meiner Sicht dann die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich dann eher Absprung und in eine andere Richtung gehe. Kann man für die nahe Zukunft einen Lichtstreif erkennen? Ich sehe einen leichten Horizont. Ich sehe einen leichten Horizont, wo ich mir denke, es wird in den nächsten 2-3 Jahren sicherlich, so hoffe ich, zu einer Entspannung kommen. Und das würde ich unter den Christbaum legen. Heute war es am Morgen in weiten Teilen der Steiermark weiß mit Werten um die minus 2 Grad. Doch weiße Weihnachten gibt's trotzdem nicht. Ein Hoch mit Föhn bringt uns in den nächsten Tagen wieder mildere Temperaturen um die plus 8 Grad.